Ich hätte mir niemals angemaßt, mir zu sagen, dass das Ding hier das hier ersetzen kann. Was immer wichtig ist, ist Tomatenketchup. Ta-ta-ta-ta. Guck mal, wir haben die Unterseite oben gehabt, gell? Na, wie immer so, wenn man sowas auspackt. Ja. Na, guck mal, was passiert. Du musst ein Intro machen. Ich muss ein Intro machen, okay. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tunze-Kanal. Wir haben es euch ja schon letzte Woche angekündigt. Wir schauen uns heute mal den ganzen Raum hier an. Der Raum ist hier so eine Art Technikbecken, so ein Museum. Ja, Museum. Ich fand es jetzt mal spannend. Der liebe Marcel hat hier mehrere solcher Räume und ich wünschte, ich könnte sie alle auf dem Kanal abbilden. Heute nehmen wir mal den hier ein bisschen mit ins Detail, anstatt euch jetzt nur lauter hier und da, oh, die Räume sind so groß und oh, toll. Nein, wir gehen ein bisschen rein. Wir haben in dem ersten Video mal drüber gesprochen, der Marcel ist hier die zweite Generation, die dieses schöne Aquarium weiterführt, der sich mit den Themen wie Nachhaltigkeit, Energiesparen, wie mache ich es jetzt weiter und wie baue ich auf dem auf, was meine Eltern vorher aufgebaut haben. Gell? Unsere ganze Mathematik ist aufgestellt worden, bevor es Taschenrechner gab, bevor es Computer gab. Gell? Man hat mit Schrottteleskopen irgendwie planetare Zusammenhänge feststellen können. Das haut mich immer um, wie lange die Menschheit schon zu solchen Meisterwerken fähig ist. Und auch hier würde ich mal sagen, sieht zwar alt aus, aber da sind bestimmt ganz viele Ideen reingeflossen. Und das würde ich heute gerne mal mit euch durchschauen. Im Karton sind so Klammern und jetzt beim Rausoperieren, das sieht sogar aus, als wäre das aus dem Krankenhaus, gell? Ja. Schaut mal hier, das ist noch vom Abschäumer vom Nenad, gell? Da. Das haben wir beim Schnitt gesehen, dass du dich geschnitten hast. Ja, du geil. Hast das voll gut. Ja, toll, gell? Und hier jammer ich jetzt rum wegen einem Kratzer, gell? Der Robert Bauer hat uns mal besucht und hat ein Video mit uns gemacht. Das war cool, es war einer der ersteren Male, wo ich so schön bei uns zu Hause vor der Kamera stehen durfte. Und wir gehen in die Spritzgießerei und ich zeige da eine Form. Und ihr wisst, wenn Spritzgussformen so keine Nähte haben sollen, alles schön glatt sein soll und gut aussehen, dann sind die messerscharf und dann perfekt aufeinander. Und dann sieht das Teil top aus. Aber wenn du die beiden Hälften trennst, dann zack. Und dann gibt es so eine Szene in dem Video, wo ich so drüber lag, ups, geschnitten. Und eigentlich blutet mir pervers die Hand und ich habe die ganze Zeit irgendwelche Taschentücher voll geblutet während dem Interview und keiner merkt. Und dann zum Schluss will der Robert sich so verabschieden und wir halten uns so die Hand hin und ich denke mir so, Alter, ich habe die ganze Zeit in meiner Hand alles voll geblutet und dann habe ich ihm so die Hand mit diesen blutigen Taschentüchern gehalten. Schaut mal die Szene an, man sieht es leider, aber wir haben das auch gut überdeckt, gell? Welche Anlage wird hier eigentlich gefiltert? Also die zwei Filter sind jetzt jeweils für die Korallenanlagen quasi so umgebaut, dass es für mich irgendwie funktioniert, sag ich mal. Ja. War quasi alles noch früher dieses alte Mehrkammerprinzip. Und ach, das schauen wir uns jetzt an, oder? Ja. Das alte Mehrkammerprinzip? Was ist denn das alte Mehrkammerprinzip, gell? Mal ganz ehrlich. Naja, weißt du, früher gab es diese Kammerbauweise. Ja. Jetzt gibt es Helix und sowas, wo sie das eingebaut haben. Ja. Was man heute einfach nicht mehr macht, weil es einfach nur verdreckt, versumpft. Und das muss halt jetzt Stück für Stück alles weg. Die Filterbecken bin ich jetzt am Plan, dass das mal auf einem modernen Stand kommt. Ja. Ne? Wir zeigen jetzt hier ein bisschen einen Teil der Geschichte. Wenn du das jetzt alles umbaust, dann wird dein Sohn irgendwann zu dir sagen, Mensch, was hat mein Papa damals alles gemacht, oder? Ja, so mache ich es auch mit meinem. Genau. Ich finde das hier zum Beispiel klasse. Oh Gott, man merkt sogar. Ja. Geil. Wow, wie gut das funktioniert auch. Gell? Also das ist noch das Patent von meinem Vater. Patent von deinem Vater? Ja, was heißt Patent? Also das hat er so sich überlegt. Ja. Macht man auch nach wie vor, weil es einfach gut funktioniert, die Heizung durch so eine Schlaufe zu wickeln, wie Fußbodenheizung. Genau, fertig. Ja. Ihr habt hier einen Kessel und Gas oder Heizpatronen, Strom, oder? Auch, ja. Also wir versuchen möglichst viel in Heizpatronen zu stecken. Der Rest natürlich noch aus alten fossilen Brennstoffen, aber anders geht es im Moment einfach nicht. Na klar. Die Zuschauer merken es nicht, die eine Seite ist so richtig schön warm. Und das funktioniert tippitoppi. Wo kommt eigentlich das Wasser her? Gell? Hier hinten. Da hinten, okay, ja, da hinten führt es durch, okay. Aus zwei Quellen, hier kommt es einfach zusammen aus allen möglichen Quellen. Nein, also jeweils immer eine Anlage drüben. Okay. Ja, immer drei Becken und das läuft quasi dann separat in beide Filter, dass die Anlagen voneinander getrennt sind, falls doch mal irgendwas Sehr gut. ist.
dass du immer irgendwie noch die Möglichkeit hast, den Rest zu halten. Ne? Hier läuft es jetzt noch mal durch absolut fachmännisch installierte Rollenfilter. Ja. Da haben wir hingeschustert, hat was hinzuschustern geht. Ja, also wenn es funktioniert, funktioniert. Dem muss es gefallen. Ich meine, das Ergebnis da vorne spricht für sich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du das gerne anders hättest und sich dir wurmt, dass das auch nicht ist. Aber weißt du was, so geht es jedem. Jeder, der von der Kamera zu Hause besucht wird, denkt sich, ach Mist. Nächste Woche hätte ich schon wieder das geändert, dann wäre es noch cooler gewesen. Ja. Aber das Gen habe ich wahrscheinlich von meinem Vater. Ja, er sagt zwar immer, das ist schlecht, aber man macht es genauso. Ich kenne das, ich habe auch einige Eigenschaften, von denen ich denke, dass sie meine sind, aber mein Vater sieht dann seinen Vater in mir. Ja. Dabei ist es ja auch über ihn übertragen worden. Ja, natürlich. Das sind hier zwei Fließfilter hintereinander. Genau, ja, also das gesamte Wasser muss erst durch den Fließ, weil ich ja hier jetzt nur noch einmal grob vorfilter. Ja. Und ich muss das ja irgendwo auffangen. Ja. Deswegen haben wir es dann so gemacht, dass es am Ende ist. Deswegen sollen zukünftig die neuen Anlagen einfach direkt durch den Rollenfilter zuerst. Viele mögen das nicht, das weiß ich, aber der Rollenfilter funktioniert einfach für unsere Verhältnisse am allerbesten. Ist das hier Kühlung? Das ist Kühlung, ja. Ja, geil. Wie deine Lüfter, nur ein wenig größer. Ja, klar. Und, genau. Und was immer wichtig ist, ist Tomatenketchup. Immer gut. Voll Spaß. Ja, gut. Bei mir funktioniert das auch, gell? Ich habe mir gerade gedacht, okay, jetzt kommt, jetzt wird's spannend. Und dann eben das restliche Wasser nochmal durch den Abschäumer. Genau. Und das sind dann eben die, die ich gerne ersetzen würde gegen die von Funzel. Ne? Mega. Das sind ja auch Meisterwerke der Technik, gell? Ja. Die sehen geil aus, so mannshohe, große Anlagen. Jetzt zeig mir das gleich nochmal. Das war jetzt richtig cool, wie du hier gerade deinen Schaumtopf gereinigt hast. Na, das ist nur mit... So viele zu Hause würden sich so ein Feature an ihren Abschäumern wünschen, ich schwöre. Aber ich möchte es eben nicht mehr haben, weil du siehst nicht mehr, was rauskommt. Ja. Ja, du hast keine Kontrolle. Ist es dick, ist es dünn? Ja. Mache ich was falsch? Weißt du, das siehst du halt hier einfach nicht. Schnappen wir den Moment. So echt ist das Leben, so gut vorbereitet sind wir hier. Wenn wir schon den Gründer selbst hier haben, dann lassen wir noch mal aus den Gründungszeiten berichten. Vor 31 Jahren haben wir angefangen. Viele Jahre habe ich als Vertreter gearbeitet. Und es hat sich dann die Möglichkeit hier in Zellamelis geboten, eine insolvente Firma zu übernehmen. Damals mit 16 Aquarium und so ist eigentlich die Idee zum Thüringer Meeresaquarium und später zum Erlebnispark Meeresaquarium geboren worden. Am Anfang war halt so gewesen, also wir sind dann mit besten Klamotten zu den Banken gegangen. Die haben gesagt, ja okay, an der Küste vielleicht oder so, aber im Thüringer Wald Meeresaquarium zu bauen, das fanden die ganz einfach, die Idee viel zu verrückt. Ja. Und so haben wir aber trotzdem Stück für Stück haben wir so, wie die Besucher uns das Geld ins Haus gebracht haben, so haben wir immer wieder weitergebaut. Alles deswegen gibt es auch immer, sage ich mal, zwischen unseren Sohn und uns gibt es halt immer irgendwie so Diskrepanzen auch. Ne? Wir sind halt diejenige Generation, die mehr so auch die Sachen noch repariert und ich will nicht sagen, das Geld zusammenhält, aber irgendwie doch mehr auf die Finanzen guckt. Gell? Weil wenn man mit nichts anfängt, gell? Und wir hatten als Anfang eine schöne Story, hatten wir gar kein Konto auf der Bank gehabt. Gell? Da haben wir zwei Schuhkartons gehabt. Gell? In einen waren die Rechnungen drin und in den anderen ist das Bargeld reingekommen, was über die Kasse gelaufen ist. Ne? Und dann haben wir immer die untere Rechnung rausgenommen aus dem Schuhkarton, haben das Bargeld genommen, sind auf die Sparkasse gefahren und haben das Geld eingezahlt. Oh, gell? Krass. So war das am Anfang. Und dann ist dann mal ein Konto dazugekommen. Ja. Banken konnte man nicht begeistern. Die haben uns kein Geld gegeben. Und so haben wir gesagt, okay, so bauen wir immer, wenn wir ein bisschen Geld übrig hatten, haben wir dann Glas gekauft, haben ein Aquarium gebaut, haben wieder ein Aquarium dahin, wird aber Fische reingesetzt, sind wieder ein paar mehr Leute gekommen, ein bisschen Werbung gemacht. 1994 im August hat man dann die große Eröffnung gemacht und so haben wir angefangen. Gell? Und jetzt mit weit über 400.000 Besucher im Jahr, waren sie immer einer der größten Aquarien, die privat geführt werden in Deutschland. Ja, also da kann man doch stolz drauf sein. Ja, sind wir auch. Also ich muss auch sagen, der Sohnemann, der hat es jetzt in dem Laufe des Tages auch immer wieder gut vorgelebt, diesen Spirit. Ich bin ja selber in dieser Lage, dass ich mit meinem Vater diesen Generationswechsel habe, dass man irgendwie alles neu machen muss. Und trotzdem die alten Werte und die Traditionen, die Vorgänger aufgebaut haben, erhalten und trotzdem im Wandel der Zeit einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist eine ganz schwierige Grätsche, die ich da auch gerade durchmache. Ja, die Älteren konnten halt mehr reparieren, mehr improvisieren und die Jüngeren können halt besser quatschen. Das war aber jetzt mal ein Witz. Wir haben uns gerade vorhin drüber unterhalten, über die Kiste hier.
Da hat er uns gerade eben gesagt, na klar, die ist da, weil man muss immer alles aufheben. Man kann immer mal was brauchen und dann wieder was reparieren. Das ist blöd, wenn man die Sachen wegschmeißt. Also ich glaube, den Spirit also hat er schon wir, richtig wir drin. Schmeißen eigentlich gar nichts weg. Wir haben also überall unsere Lager. Ja. Wenn wir schon dabei sind, dann haben wir ja im Prinzip den Erbauer dieser Anlage gleich vor uns, oder? Ja. Also ich glaube, die Zuschauer zu Hause, die feiern das, was ihr hier aufgebaut habt. Wir haben im Prinzip Standard-Messcomputer genommen, die wir vor vielen Jahren mal gekauft haben. Ja. Und haben dann im Prinzip Multiplexer gebaut, wo das Signal jede Minute einmal abgefragt wird. Okay. Die sind halt hier in dem Schrank drin. Ja. Das sind also quasi unsere Multiplexer. Da sind Pro-Multiplexer. Kannst du 8 Messcomputer auslesen. Mhm. Und dann hast du dann quasi immer über 24 Stunden hast du dann hier die Kurven. Aber du hast eben auch über 24 Stunden eben den Trend. Also es wird dann auch automatisch an der Anlage nachgesteuert. Wie alt ist die Anlage? Wann habt ihr die? Die sind vielleicht 7-8 Jahre vielleicht, ja. Also das sind normal auch Standard-Relaiskarten. Ja. Das sind 8-fach-Relaiskarten, die über ein Programm angesteuert werden. Und du hast eben die Möglichkeit, die Relaiskarten über ein Programm zu schalten. Ja. Die regeln die Lüftung vom Aquarium, Zuluft, Abluft, die Strömung in den Becken, die Beleuchtung, die Abschäumer, die Spülung, Innenkopf-Außenkopf-Spülung, also alle Vorgänge. Im Haus. Ich muss ehrlich sagen, ich kann so richtig gut mit dem Sohnemann oder eurer Dynamik mitfühlen, weil es einfach genau das Gleiche bei mir zu Hause ist. Genau dieses Generationswechselthema, genau auch in dieser familiären Struktur und auch lustigerweise noch genau in dem Business. Und deswegen toi 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 euch zwei. Danke und wirklich Respekt für die Leistung, die hier erbracht wurde. Gell? Das ist cool. Gell? Danke gleichfalls. Ne? Ja. Jetzt haben wir uns gerade diese, also wirklich schon monumentalen Abschäume angeguckt. Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich ehrlich sagen muss, irgendwie kenne ich unsere Produkte und irgendwie kenne ich sie auch nicht. Ich bin mal so ganz ehrlich. Der Marcel hat mir im Vorhinein gesagt, ich habe voll Bock auf euren 9460 Abschäumer, denn ich kenne einen Kollegen. Jo, Grüße gehen raus an den Stefan, der offensichtlich eine solche Monstrosität. Da denke ich immer an die How I Met Your Mother Folge. Ja, Monstrosität! Sehr gut. Eine solche Monstrosität schon mal gegen solchen. Ja, genau. Monstrositätssport. Ich liebe die Sendung. Der schon mal so eine Monstrosität hier gegen einen unserer 9460 ausgetauscht hat. Denn der Stefan bei EFS war ganz mutig und hat sich Referenzgeräte besorgt, bevor wir den auf den Markt gebracht haben, und hat dann seine halbe Anlage ausgestattet. Und ich finde das spannend. Die ersten, die davon jemals verkauft wurden, laufen heute noch in der Anlage von EFS und offensichtlich laufen sie gut. Gell? Ja. Da habe ich auch mal riesig Bock, mal vorbeizufahren. Der Stefan freut sich auch schon drauf. Das ziehen wir auch mal durch. Gell? Und jetzt hier schauen wir uns einfach mal diesen Abschäumer an. Die alten Strukturen umschmeißen und neue schaffen ist auch hier wieder ein Fingerspitzen-Ding. Der arme Marcel hat ganz schön viele Zielkonflikte in seinem Leben. Gell? Oh ja. Packen wir ihn einfach mal aus, oder? Ja. Dass man sich das. Und dann stellen wir mal daneben und denken uns, holy moly, wie soll das funktionieren? Also ich bin jetzt ganz ehrlich, mein Bauchgefühl ist so. Wie soll das gehen mit dem kleinen Gerät, gell? Buh! Ja. Okay. Tschakka. Ihr kennt es schon von unserem 9430. Grüße gehen raus an den Nenad, der quasi den kleinen Bruder davon jetzt in seinem Becken hat. Da freue ich mich auch schon auf den Umbau, gell? Ach, da entstehen Freundschaften hier auf dem Kanal. Ach, das sind unsere Überläufe. Nur weil der so viel Durchsatz hat, hat der zwei davon. Der hat seinen Namen natürlich auch, weil 9460 für 6000 Liter Becken steht, so wie beim 9430 eher die 3000 Liter Becken steht. Die Einstellschraube hier, tippitoppi, Schaumtopf drauf. Ich finde schon mal, das Ding sieht zu geil aus für die Applikation. Ja, ja. Hier haben wir alles mit so massiven PVC und so geklebt. Und hier wurde darauf geachtet, dass keine grauen Teile dran sind. Hauptsache es ist schwarz, weil es muss hier schön aussehen. Ja? Was denkst du dir zuerst? Also ich würde wahrscheinlich die Stellfläche von der Pumpe reduzieren, die irgendwie hier mit integrieren wahrscheinlich, einfach um jemand, der auf seinen Platz gucken muss, das möglichst irgendwie einzusparen. Ansonsten finde ich es jetzt super, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Marcel, mein Lieber, ich werde versuchen, dass wir unsere neue magnetgelagerte Schäumerpumpe auch da dran bringen, dass wir nochmal voll frisieren, dass sie diesen riesen Reaktor hier antreibt. Ja. Und wenn du Bock hast, dann testest du das Ganze für mich. Ja, gerne. Okay? Gerne. Ich liebe es, hier mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Auch hier alle, die ich schon besucht habe, vielen Dank an euch.
Also ich liebe es, wie ihr mir Impulse gebt und nach dem Besuch einfach die Beziehung zu mir aufrechterhaltet und mir einfach sagt, das ist geil, das freut mich, guck mal hier, das habe ich jetzt noch herausgefunden. Wen hatten wir schon alles? Zum Beispiel der liebe Nenad, gell, der jetzt einen viel zu großen Abschäumer in seinem Becken hat und sagt, er muss jetzt auch hier Phosphat zudosieren, aber er feiert es trotzdem und es ist endlich leise. Gell? Oder der liebe Niklas, bei dem ich jetzt auch nochmal war, auch hier, der hat den Abschäumer auch mit der upgegradetsten Version, der feiert den und der tüftelt daran rum und das ist einfach, das ist schön. Die Avisa sowieso, die sehe ich ja jeden Tag, ja, habe ich jetzt ganz vergessen, gell? Die ist so gegenwärtig, kennt ihr das, dass ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht habe, dass sie sich damals geopfert hat, dass ich mal übe, Leute zu Hause zu besuchen mit Menschen, die ich kenne. Das war ein wahnsinnig geiler Tag und hat mir unglaublich Spaß gemacht. Jetzt einfach nur nochmal den Größenvergleich. Ich hätte mir niemals angemaßt, mir zu sagen, dass das Ding hier das hier ersetzen kann. Aber wenn du sagst, du kennst da jemanden, der das schon mal getan hat und damit zufrieden ist und glücklich ist, dann holy moly, dann ist das jetzt der Moment, der mir Spaß macht und mich stolz macht. Okay, da habe ich voll Bock, das zu begleiten. Ja? Wenn du dir ein neues Filterbecken reinzimmerst und den in Betrieb nimmst, dann lernen wir nochmal voneinander. Ja? Ich denke ja, also super. Ich bin drauf, tatsächlich. Den kann man jetzt leider nicht in Betrieb nehmen, weil offensichtlich ist da kein Platz. Aber das ist doch wieder ein Grund, nochmal hierher zu kommen, gell? Da freue ich mich drauf. Und ich finde, wir haben über den Tag ziemlich viele Gründe gefunden, nochmal zusammenzukommen, gell? Hatten wir das schön mit deinem super Ultra-Weitwinkel, dieser riesige Abschäumer, gegen den ich ein Zwerg bin, diese Monstrosität könnte gegen den kleinen hier ersetzt werden. Ich glaube, das wird spannend. Geil. Also wenn ich mal so recht bin. Vom Schaumtopf her? Ja. Der nicht viel. Ja. Damals, als mir der Stefan, als ich mal bei EFS auf der Hausmesse war, sagte, guck mal, die Geräte hier haben die alten ersetzt. Und dann bin ich um die Ecke gegangen und habe diese Säulen gesehen und mir gedacht, holy moly, krass kann das sein, ja, aber es kann sein, gell? Ich habe ja den Marcel im Vorfeld gefragt, verwendest du eigentlich irgendwelche Tunze-Produkte? Wir sind da vorne so ein bisschen vorbeigezogen. Lasst uns dann noch mal hinschauen. Und zwar, tada, ich habe mich gefreut, unser Sondenhalter, gell? Viele von euch haben, wie zum Beispiel hier, wunderschöne Dosieranlagen an ihren Becken und fragen sich dann, wie mache ich den Schlauch da fest? Und der Marcel hat sich unseren Multitube-Holder besorgt. Wir verlinken euch den mal unten in die Videobeschreibung rein. Den gibt es einfach zu kaufen seit einiger Zeit. Wer genau hinschaut, erkennt hier einfach den Schlauchhalter vom Osmolator, nur in so einem kleinen Vierer-Set, eben genau für solche Anwendungen. Die kann man sich auch einzeln hinmontieren. Nett, gell? Also als Hersteller hätte ich so ein Ding niemals gebracht. Das ist so ein bisschen für uns wie der Kugelschreiber, so ein nettes kleines Produkt, das irgendwie auch jeder braucht, wie ein Kugelschreiber, gell? Und das bauen wir halt vor allem für unsere Osmulatoren. Aber hier ist es auch ein nettes Tool für solche Anwendungen, gell? Und hier, das ist ja auch spannend, hier haben wir drei verschiedene Möglichkeiten, eine Sonde im Wasser zu halten. Einmal ist es wirklich für pH-Sonden. Ich kenne das Teil zufällig, gell? Und das hast du selber gebaut, Marcel? Ja, was heißt gebaut? Ich hab's nur ausgedruckt. Also nur einfach ausgedruckt, genau. Mann, die 3D-Drucker-Community ist krass, gell? Und der liebe Marcel hat das letzte Video vom Nenad gesehen und gemeint, hey, cool. Ich habe ihn halt gefragt, so, kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Und dann hat er gesagt, ach, weißt du was, so ein Sondenhalter, ganz ehrlich, das wäre schon was. Und jetzt sitze ich hier und jetzt habe ich den ganzen Sack voller Sondenhalter da. Jetzt würde ich die gerne mal hinbauen. Dann schauen wir uns das mal an, gell? Zack, zack, zack. Also Sonde raus und hin, oder? Ich mache jetzt einfach mal diesen hier. Klippst du hier ein. Ach, schön. Die Schätzchen haben wir im letzten Video schon mal erwähnt. Die gibt es natürlich auch in unserem Webshop, gell? Das gefällt mir echt wesentlich besser, als das Rumgeeier mit dem anderen Haltern eben. Und ich habe tatsächlich manchmal Sonden einfach in einem Eimer. Ja. Da passen die nicht, dann ja. Wäre das natürlich Premium. Spannend, okay. Was ich hier auch spannend finde, hier liegt auch einfach so seelenruhig unsere Refugienleuchte drin. Wir haben ja mal ein Video dazu gemacht, das verlinken wir euch auch mal unten in der Beschreibung. Beim Bastian bei Aquaristik Partner haben wir mal verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie man Algen in seinem Refugium mit Licht versorgen kann. Und hier in dieser Riesenanlage läuft auch die kleine Tunze-LED. Geil. Und die läuft super. Das muss man einfach sagen, die funktioniert. Ich habe damit keine Probleme. Und die hängt da auch schon ewig drin, ich weiß gar nicht wie lange. Ich fange einfach wieder an zu reden, ich habe das Gefühl, ich rede ziemlich viel hier. Gell? Oh, das ist ja mein Beruf teilweise, geil. Yeah. Okay, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben uns jetzt mal hier Marcells 20 Jahre alte Filtertechnik hier angeschaut. Der liebe Marcel ist ambitioniert, das Ganze hier umzubauen. Und wir werden dabei sein, wenn hier alles wieder umgebaut ist. Und ich freue mich schon riesig drauf auf die Veränderungen. Ich freue mich drauf, wenn der Abschäumer hier läuft und du mir ernsthaft sagst, okay, krass.
ich bin zufrieden, gell? Mach ich. Und wenn nicht, dann wird er mir helfen, bis er zufrieden ist und dann zeigen wir es im Video. Mein Lieber, damit endet jetzt diese Videoreihe hier bei dir. Es ist auch schon Abend, wir haben den ganzen Tag fleißig gefilmt. Ich bin dir wirklich dankbar. Ich weiß, wie wenig Zeit man in dieser Position hat, gell? Die Tage, in denen ich raus darf und den YouTube-Kanal filmen darf, sind wirklich was ganz Besonderes für mich. Aber dass Menschen wie du sich den ganzen Tag Zeit nehmen, um ihr Reich mal vorzustellen, das war eine ganz besondere Ehre. Und ich denke, auch die Zuschauer zu Hause sind dankbar und glücklich, dass du jetzt hier heute für mich da warst und für uns da warst. Für mich war es auch super. Wirklich. Also war auch mal was anderes. Und danke dafür. Ihr Lieben, das war's jetzt von uns. Was kommt im nächsten Video? Gell? Jetzt, wenn ich die Timeline im Kopf habe, irgendwann werden wir mal unser Flussbecken auslosen. Vielleicht kommt es nächste Woche. Und wenn nicht, dann werden wir mal sehen. Gell? Macht's gut und bleibt gesund bis dahin. Ciao.